Ja, liebe Theaterinteressierte, wir befinden uns hier im Wandelgang des Schlossparktheaters. Wir wollen uns heute kurz vor dieser letzten Matinee noch mit Herrn Thomas Schendel, dem Regisseur, der hier in diesem Hause wohl die meisten Inszenierungen in diesem Jahr gemacht hat, treffen und ja, ein paar Fragen stellen. Ich schaue mal, ob er schon da ist. Ja, Tag, Herr Schendel. Hallo, Frau Wixi. Ja, freut mich, dass das klappt jetzt, kurz vor der Matinee zu Misery. Da sitzen hier auch schon ein bisschen in der Dekoration, die verwendet wird. Ja, wir treffen uns jetzt mal kurz vorab, weil das Jahr geht zu Ende und wir haben viele schöne Matineen erlebt mit Ihnen und auch viele schöne Inszenierungen. King's Speech, der Lügenbaron, wenn wir das Revue passieren lassen, die Selbstanzeige und jetzt, wie gesagt, zum Abschluss des Jahres starten wir mit Misery. Ja, eine Frage, die mich sehr interessiert, beziehungsweise die Antwort darauf ist, erleben Sie Ihre Kollegen bei solch einer Matinee nochmal ein bisschen anders? Haben Sie ein Auge drauf, was Sie so sagen und wie Sie sich verhalten? Und nehmen Sie auch dann was mit in die Probenarbeit oder gar die Aufführung? Ja, die Schauspieler und Schauspielerinnen werden ja oft auch Dinge gefragt, die ihre persönliche Haltung zu der Arbeit anspricht. Und wenn ich merke, wie stark und überzeugt einer von den Kollegen auf der Bühne Antwort gibt, dann merke ich natürlich auch, wie sehr sie hinter ihrer Figur oder hinter der Arbeit stehen. Und das ist für mich dann bisher in der Regel immer ein sehr schönes Gefühl gewesen. Denn es ist ja immerhin drei Tage oder drei, vier, eine Woche vor der Aufführung, ja, vor der Premiere. Und ich kann noch mal, indem ich Fragen der Zuschauer beantworte, als Regisseur über Bande noch einmal Schauspielern auch auf der Bühne noch einmal daran erinnern, worum es in dieser Arbeit geht. Und das ist unaufdringlich und wenn die gut sind, registrieren die das auch. Ja, nun sind die Matineen übers Jahr ja gut gelaufen und die Schauspieler, die ja quasi für uns, fürs Theater und für den Freundeskreis so einen kleinen Extratermin machen, frühmorgens um 11, mitten in der Probenarbeit, hatte aber den Eindruck, dass Sie das ganz gut angenommen haben, dieses Konzept des Schlossparktheaters und auch ein bisschen ja, Freude dran zu haben, sich mit dem Zuschauer darüber zu unterhalten und sich mitzuteilen. Ja, natürlich steht man erstmal an dem einzigen freien Tag, den man hat, nicht unbedingt gerne auf und läuft zum Theater und setzt sich wieder auf die Bühne, wo man eh die ganze Woche probenmäßig steht. Aber mal angekommen und den Schlaf aus den Augen gewischt, ist das eine sehr schöne Situation für alle Beteiligten auf der Bühne. Den ersten Kontakt mit dem Publikum, das ja dann später das Publikum des Abends wird, zu haben und zu spüren, was ist denn das für eine Art Publikum, vor welchem wir dann später auftreten werden. Man sieht sie noch von Angesicht zu Angesicht, weil man nicht von den Scheinwerfern geblendet ist und hat entwickelt so eine kleine Ahnung der Menschen, die einem später in den Vorstellungen begegnen werden. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Vorgang. Man kann ja auch ganz viel jetzt meinen, dass man das spielt, was man wollte. Und insofern brauche ich meine Bücher und ich lasse mir von ihm meinen Leben nicht zerstören. Nicht wahr? Da muss ich durch. Haben Sie beide schon mal zusammen gespielt? Ja. Nein. Ganz ja, kurz. Nein. Wir haben gedreht miteinander. Aha. Landarzt, ja. Ja, es ist ja auch ein körperlich anstrengendes Stück. Also Sie wirbeln über die Bühne manchmal? Ich habe die Bremsen immer noch drin. Das sind Veränderungen, die man dann auch spürt, wo man dann merkt. Und auch sieht. Und auch sieht. Ich sehe deswegen so aus, wie ich aussehe. 10 Jahre gealtert. Seit 4 Wochen. Und ich bin aufgeblüht. Wir sehen uns dann hier wieder im Schlossparktheater. Ihnen noch einen schönen Sonntag.